Naja, gut, machen wir einfach weiter mit den Fragen. Immerhin hören Sie mich besser, als mich nicht zu hören. Juristisch scheint das Ganze jetzt einigermaßen verhältnismäßig zu sein. Aber ich höre mich selbst. Das ist ja auch nicht gut, weil ich da nicht das Interview führen kann. Wollen wir weitermachen oder? Ja, sehr gerne, wenn Sie weitermachen wollen. Ich möchte gerne weitermachen. Wunderbar. Laut Politbarometer halten 81% der Deutschen die bestehenden Maßnahmen, die Sie ja gerade massiv kritisieren, für richtig, beziehungsweise wollen sie sogar verschärfen. Sie sagen ja immer, Sie vertreten die normalen Deutschen, sind also, vielleicht sehen wir gleich die Zahlen vom Politbarometer auch, sind 81% der Deutschen für Sie dann unnormal? Es kommt ja auch immer auf die Umfrage an, Frau Hayali, das wissen Sie ja auch selbst. Wir setzen vor allen Dingen auf Eigenverantwortung und vor allen Dingen wir setzen auf Verfassungskonformität. Und das, was hier gerade gemacht wird, eine implizite Impfpflicht einzuführen, und das wird nach dem Wahltag genau getan, das ist geplant, dass nämlich gesunde Ungeimpfte diskriminiert werden, wie heute schon. Schäuble hat das ja auch geäußert, das auch in den Freundeskreis, in den Familienkreis hineinzutragen, dass man darüber aufklärt und da möglich auch gesunde Nicht-Geimpfte zu stigmatisieren. Und das geht überhaupt nicht, das ist verfassungswidrig und wir setzen darauf Eigenverantwortung für die Bürger und nie mehr Lockdown. Wir können so nicht weitermachen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Ganz einfach. Also eine bundesweite Impfpflicht diskutiert eigentlich niemand. Und man kann natürlich auch sagen, die, die geimpft sind bzw. genesen, bekommen einfach ihre Grundrechte zurück. Nein, niemand diskutiert eine bundesweite Impfpflicht. Niemand in Deutschland.